Hallo miteinander und willkommen zurück zu Disciples Liberation mit Torrent Gant. Wir sind auf dem Weg zurück zu der Feste, nachdem wir jetzt, glaube ich, das meiste oder fast alles erledigt haben. Wenn nicht eigentlich alles sogar. Und gucken mal. Oh. Ja, das, hallo. Der ohnehin schon trügerische Weg vor dir ist versperrt. Ein Meer von Schleiertruppen hält hier Wache. Oh, toll. Sie haben Verstärkung. Große, wütende Verstärkung. Ori, sieh nur. Sie haben Gefangene in Ketten gelegt. Zivilisten, Kinder. Moloch hat die Wahrheit gesagt. Ja. Ich glaub das nicht. Plötzlich schlägt sich eine vertraute Gestalt mit großer Gewalt durch die Gefangenen und kommt wie ein Fluch auf dich zu. Nephilim, du bist gekommen. Der Typ schon wieder. Du übergibst die Leute den Dämonen, du Schwein. Wir wissen Bescheid. Ihr tauscht die Bürger des Imperiums gegen Eisen ein. Ausgerechnet Eisen. Keine Bürger. Der Schleier hat sie für unrein erklärt. Sie sind nicht länger sterblich. Sie sind nichts. Aber die oberste Herrscherin hat die Bedingungen geändert. Das sind Menschen. Du hast unser Werk gesehen. Unsere Suche nach der perfekten Stärke. Fleisch, das stark genug ist, um das heilige Licht des Hohen Vaters zu fassen. Drückt euch klar aus. Die Burg Labsal. Ihr habt die Rebellen entführt. Sie nennen euch den Geist des Schleiers. Glaubt mir, ich erinnere mich. Die Bestimmung des Priors war es, die Rebellen zu benutzen, ihre Körper, sie zu verändern, stark zu machen. Dein Einmischen hat das verzögert, aber der Plan ging auf. Sie, meine neuen Proselyten, dies wird keine Epoche der Heiden, dies wird die Epoche des Schleiers. Auf seinen Befehlen kommt ein Grummeln aus den Abgründen, das sich durch die Korridore bis zu dir verarbeitet und dir durch Mark und Bein dringt. Vorarbeitet, ja. Dann siehst du sie. Nephilim, dies ist unser großer Erfolg. Fleisch, das stark genug ist, sein heiliges Licht zu fassen. Wiedergeburt ohne Tod. Möge er dich erleuchten. Ich krass, ein Oger, ey. Proselyten, tötet alle, bis auf den Nephilim. Titan. Okay. Die auch schon wieder nicht geändert. Die ist auch nicht so geil von ihnen hier, ne? Das sind aber... Ach ja, okay. Wir müssen uns also bewegen. Ich meine, die Typen hier... Wir können tatsächlich die Schützen da hinten angreifen. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Oh nein. Ich habe das Blut nicht gesehen. Betrachte das als Warnung. Ich hoffe, dass es nicht ganz so übel wird. Ja, du kannst mal dahin. Der Kampf verdichtet sich. Der Kampf kommt. So. Okay, Avi. Wie weit kommen wir denn in die Richtung? Nicht weit genug, ehrlich gesagt. Das vergeben die ganz normale Schläge fürs Erste. Boom. Der hat das überlebt. Wow. Der Feind wird meine Pfeile fressen. Ich bringe den letzten Winter. So, gut. Auf dieses Land. Ja, Buff uns erstmal. Ich bin nicht so arsch, auf ihn hier vorne hinzustellen, weil wir wissen ja wahrscheinlich, was mit ihm passiert, aber hier dürfte es relativ okay sein. Gleiches gilt für dich denn hier. Brücke vor. Verfolge den Feind. Okay. Feind im Visier. Oh ja, das ist ein schönes Cluster hier. Das kann man sogar direkt von hier noch bearbeiten. Drängt sie zurück.
Decidus Heulentod. So, und geh mal dahin. Oh, ich werde es genießen. Und du wiederum. Geschwächt will ich eigentlich nicht sein, aber es sieht fast aus, als würden wir da nicht drum rumkommen, oder? Muss dahin. Behutsam, aber schlecht. Damit wir die auch ein bisschen hier mitnehmen, ne? Demoralisieren und verletzen und alles. Sein Auge sieht den Weg. So. Er wird dich verbrennen. Der hohe Vater ist gekommen. So. Schauen, wie stark die Typen hier sind. Verfluchte Rune. Oh, okay. Das ist aber die Spezialfähigkeit schon mal. Das war echt übel. Feuer. Niemand wird dich vermissen. Betrachte das als Warnung. Deine Schreie werden nur zwei weniger. ja doch. Schild nach vorn. Bestimmt Rückschlag oder so noch. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Drängt sie zurück. Nee, hat er nicht. Okay. Ganz so übel ist es dann doch nicht. So, Avi. Du rennst mal dahin. Ballerst den da weg. Und den hier. Danke. So. Will ich den Weg hier wirklich verstopfen? Ist die Frage. Dies ist eine sehr gute Frage. Ich würde dazu neigen, Nein zu sagen. Du bleibst da hinten, weil du eh stirbst dann. Sobald dich jemand anguckt. Mit ihm müssen wir eigentlich hier hin. Das heißt, wir gehen mal hier so hin. Und warten hier. Gehe in Frieden. Du kannst auch mit deiner... Kennst du nicht? Aber so kannst du zumindest angreifen, ja. Geschwächt ist gut. Die Seelen sind mit mir. Spürt Galliams Zorn. Naja, ich schätze. Solange sie nicht stirbt, ist alles gut, ne? Kann aber passieren, wenn er sie anwirft direkt. Schmerz wird laut sein. Oh nee, oder? Hier. Nein. Wir überleben. Gut. Ja, jetzt hat er sich auf dem Ding hier stehen geblieben, ha? Flink! So, jetzt hat er erstmal kassiert. Schön. Der Kampf verdichtet sich. Jetzt lieber aufgepasst, wo du hinläufst. Aber sicher doch. So, dann heil mal hier unten noch ein bisschen. Meine Pfeile sind wirklich. Du hältst dich auch da hinten. Ich müsste mich echt da einstellen. Ich könnte das echt machen, ne? Ich weiß nicht, ob die Explosion auch kommt, wenn ich nicht alles verbrauche. Deswegen machen wir es lieber so. Ist okay. Die Titanen sind gefallen. Du stolperst zurück, als der Titan zu deinen Füßen zusammenbricht. Doch ein weiterer stapft schon aus den Tiefen des Wegs hervor. Und dann noch einer. Ori, es sind zu viele. Können wir uns zurückziehen? Wir sind umzingelt. Dann quellen von oben, aus den Höhlen, aus den dunkelsten Ecken des Reichs und aus seinen heißesten Infernos Dämonen hervor. Sie schreien, eilen wankend daran und schlachten alle auf ihrem Weg ab. Sie haben es auf die Titanen abgesehen. Und auf dich. Tochter von Harus, tritt vor und stell dich mir. Das ist dieser Hegumen, hä? Hegumen,
Meister der Entführten. Avi, warte. In der Armee der Legion sind auch Sterbliche. Womöglich besessen, aber vielleicht können wir sie noch retten. Wir müssen schnell handeln, sonst bringen die Titanen und Legionäre sich gegenseitig um und uns mit ihnen. Und was machen wir? Werde ich gegen den Schleier. Die Titanen und der Schleier sind unsere wahren Feinde. Tod für sie alle. Ganz genau. Oh Gott. Oh Gott. So. Vielleicht erwischen wir diesmal etwas. Ach, diese elenden Blitze. Ja, das ist halt echt, echt bitter. Wir müssen am besten mit einem Großteil von unseren Leuten weiter vorne kämpfen. Aber sicher doch. So angefeuert und stark. Ich bin deine persönliche Hilfe. So. So fängt das Ganze mal an, ja? Ich bin unterwegs. Mein Es ist halt nicht wieder typisch, dass hier in der Mitte so ein dämliches, alles Feld ist, ne? Und da sind überall Blitze. Hier ist am weitesten. Ich meine, ich kann mich auch nochmal bewegen. So. Ich kann mich hier hinstellen. Wäre ich auch noch geblendet. Aber dann könnte ich hier echt die Hölle loslassen, ne? Auf die alle. Tu es. Da sterben wir jetzt auch, man weiß es nicht. Zumindest immer wieder voll. Explodieren jetzt nochmal. So, und die Idee ist natürlich jetzt auch, dass sie jetzt ihre lustigen Attacken halt da hinten loslassen müssen. Und nicht auf unsere normalen Truppen. Schon einen Unterschied. Der Buff. So. Werden sie wahrscheinlich hier umeinander hier überall feuern, aber. Ausgewichen. Richtig, sie sind ja verspottet. Die müssen uns ja angreifen. Das sollte ich nicht vergessen. Ich werde es genießen. Du machst mal jetzt hier den rein. Stirb doch einfach. Ist schon mal einer weniger und wir haben hier noch einen Geist. Drängt sie zurück. Unreinheit ist Macht. So, wenn wir es jetzt noch schaffen, die zwei hier oben mit ihr wegzumachen, mit der Winterhexe. Für Mutter Nevendar. Und dann ist auch sehr gut, sag ich mal. Ertränkt im Lebensstrom. So. Sein Auge sieht den Weg. So können wir den Schaden machen und sie heilen. Oh, die machen sich halt hier gegenseitig auch Schaden, ne? Ah ja. Das gönnen sie sich aber dann schon noch. Einfach ausweichen. Einfach verfehlen. Sehr gut. Tja. Feuer. Du gehst jetzt. Deine Schreie werden mir fehlen. Schaffen wir das von da aus? Ja. Gut. Schade. Doch, ich schicke dich so. Unterkühlt, das Schweinchen. So, mach sie mal weg, damit es hier keine Heals gibt. Ich rücke aus. Gibt's hier einen massiven Schildschlag hier?
drängt sie zurück. So werden wir ihr hier gehen, würde ich sagen. Los geht's. Jetzt stirbst du. Alter. Ja, schon sagen, hier wird nicht verfehlt. Nur weil wir den Debuffs drauf haben. So, und Eama wird jetzt ihn einfach hier aufspießen. Das ist der Plan. Und nochmal. Sehr schön. Und der nächste Sieg für uns. Und wir sind alle relativ aufgefüllt, was gut ist, falls es einen dritten Kampf gibt. Okay. Abgelenkt von der Schlacht fällt dir kaum auf, wie der Higumon sich durch die Horden seiner eigenen Truppen schlachtet, um dich zu erreichen. Erst als er in deiner Nähe ist, verspürst du eine vertraute Macht. Aviana, Kind des Eisens, Kind des Himmels, wir spüren dich auch. Okay. Was hast du gesagt? Der Weg von Fleisch und Flamme ist die Heimat der Legionäre, die von Betresem, die des Ruhms. Okay. Higumon vom Orden der Vernarbten. Besiege alle Gegner und es gibt natürlich ein Gewitter. Okay. Das sollte machbar sein, hoffentlich. Eine Menge Postulanten. So. Tja, wo als erstes reinschießen hier, hä? Eigentlich müssten wir. Vielleicht eher so. Ich bin deine persönliche Hilfe. Die sind jetzt ein kleines, okay, wird mal eh klarkommen. Feuer. So, geheilt sind alle. Du musst warten. So. Avi geht mal hier hin. Los geht's. So. Alle ein wenig kaputt machen. Du bist erledigt. So, das war's mit Higumon. Weiß nicht, was der sich gedacht hat. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass wir auf hier, ne? Verstummen sollte man nicht unbedingt. Dass wir auf Nahkämpfer gehen, ja, und so. Und zaubern und alles. Einfach krass unterwegs sind, ja. Wissen auch, dass die Kasse das wegbekommen da oben. Ich rücke aus. Zurück. Du wirst mir noch dienen. So, wir machen mal da hinten, ne? Geht's nämlich noch viel zu gut. Die Zwillingsmonde. Oh nein. Wir sind zart. Mach mir um die aber echt, ehrlich gesagt, keine Sorgen. So, wir müssen euch an dir vorbei mal, aber warte ich jetzt? Spürt gar nicht. Komm. Schaffen das auch so. Ich bin eins mit dem Ganzen. Dann kommen wir mit dem Angriff so weit. Das heilige Licht ist unsere Macht. Mach ihn weg. Das kriegen wir gleich hin. Oh wow, das ist natürlich gewagt. Genieß den Schwung. Hält die den einfach noch.
Vorteil, ne? Ist klar, ne? Jetzt brennt es ja auch noch. Flink! Sieht man trotzdem beide richtig? Also wir brauchen eigentlich Heals. Eigentlich ihr hier vorne. Immer hier. Das müsste dir nichts ausmachen, oder? Weil du. Richtig. Also ich mit so fast nicht abgibst hier, ne? Ich bin deine persönliche Hilfe. Niemand wird dich vermissen. So, also wir können ja erstmal ohne weiteres ihn töten. Bereue später, handle jetzt. Ja, ich bin festgekettet. Wie bitter. Au. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, hier den Wintersturm noch reinzuballern, sodass er hier irgendjemanden erwischt. Zumindest erwischt es den da. Der Feind wird meine Pfeile fressen. Ja, zunächst mal wird er gar nichts fressen, weil, ne? Ist so nicht drin. Mir nach. Yama. Könnte diese Sukubus vielleicht töten noch? Reicht das? Ja. Also die zwei letzten. Sammelt euch um mich. Können sich jetzt mit etwas Glück auch wieder auf den Geist konzentrieren, alle. Der Kampf au, au, au. So. Die könnte mich jetzt auch noch massiv heilen hier, aber. Gehe in Frieden. Wir gehen lieber. In die Offensive. Das heißt, die haben ihre Ultis alle rausgehauen. Qual. Ah, es ist dasselbe, was der Kultist, glaube ich, macht, ne? Mich immer noch nicht bewegen. Das ist so nicht dein Ernst, ey. Jesus. Ich komme nicht vorbei, weil alles zugestellt ist. Oh Mann. Bewegt euch! Ja, blende dich. Das wäre sonst so einfach zu treffen. Immer an jeden zweiten. So, jetzt sollte er hoffentlich an den Dots sterben da oben. Brücke vor. Wir helfen trotzdem noch nach. Spür die gebündelte Macht der Elfen. Da oben ist auch alles los, ey. Das ist auch keine Option. Aber du kannst hier so hin und wir können so runter. Für den hohen Vater. Boah, den guten Leo ein bisschen heilen. So, du gibst mal den nochmal. Bam. Jetzt kommt der echt nochmal dran. Wow. Ja. Jetzt ist aber vorbei. Junge, Junge. Ah, die nächsten Gegner sind besiegt. Als die Überlebenden in Richtung des fernen Forts Berunia flüchten, geht dir Hegumon vor deinen Füßen zu Boden. Er schaut hoch, aber nicht mit Hass, sondern mit Liebe in den Augen. Tochter, du hast uns gefunden. Zumindest einen Teil von uns. Hahus? Ich meine, Vater? Ich spüre dich. Du hast uns mit Stolz erfüllt. Immer wieder. Jetzt befreie uns von dieser Gestalt. Töte den Hegumen. Es muss sein. Was ist mit dem Hegumen passiert? Dieser Dämon, den du bewohnst. Ich sehe seine Wut nicht in deinen Augen. Der Hegumen ist nur eines unserer Gefängnisse und einer unserer Wärter. Betresen hat uns gespalten und einen Teil von uns hier eingepflanzt. Befreie uns. Die Schicksalshand wird Hahus als deinen Beschützer leiten. Kannst du Mutter spüren? Mutter? Ich meine Inuel. Sie ist hier.
Ja, in deiner Klinge. Riss. So wie sie deine Feinde zerschlägt, so ist es unser Schicksal, dich vor ihnen zu beschützen. Wir können wieder vereint sein und dich leiten. Großartig. Wo sind deine anderen Essenzen? Ich weiß, dass Betresen dich gespalten und deine Essenz in den Körpern anderer Dämonen versteckt hat. Das war deine Strafe. Ich will sie ja befreien, aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Wir auch nicht. Wir fühlen Leid und Schrecken in ihnen, aber keine Zeit und keinen Ort. Sie sind verloren, so wie wir es waren, bevor du eintrafst, wie ein Leuchtfeuer auf dem Weg. Ich werde dich befreien, Vater. Harhus, du bist frei. Gut, die Epoche der Heiden ist gekommen. So soll es sein. Die Epoche der Heiden, okay. Riss gleitet durch den gewaltigen, angespannten Leib des Hegumon und legt die brennenden Eingeweide und die Wut des Dämons frei. Wie zuvor fließt die blummende schwarze Flüssigkeit nicht auf den Boden, sondern wird in deine Rüstung gezogen. Das gleiche ist mit dem Sakristen in Heurig passiert, als ob ich ihn absorbiert hätte. Ah, das sah schmerzhaft aus. Bist du in Ordnung? Schmerzvoll, machtvoll. Ja, ich spüre keinen Schmerz, gar keinen. Ich spüre nur, wie die Macht meines Vaters meine Rüstung durchdringt. Ah, gut so. Im Kampf gegen den Schleier und seine Titanen und gegen Dämonen wie den Hegumen brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. So sieht's aus. Und die Überlebenden ebenso. Als du den Hegumen getötet hast, war es, als würden die Besessenen unter seiner Kontrolle aufwachen. Wir haben ihnen den Rückweg nach Vorberunia gezeigt. Zumindest ein paar von ihnen werden sich Ilian als neue Heimat aussuchen. Lass uns zum Fort zurückkehren und die neuen Bürger treffen. Die Schlacht ist gewonnen und deine Rüstung voller Macht. Also reitest du zurück nach Fort Berunia und fragst dich, wusste Genevieve, dass der Schleier die Leute gegen Waffen eintauscht? Warum hat der Schleier wirklich versucht, diese monströsen Titanen zu erschaffen? Und wo sonst auf Neverwinter wirst du die sterblichen Überreste deines Vaters finden? Fragen über Fragen. Marschbald, Hackebald ist Hegumon. Als sich das Tor von Fort Berunia für dich öffnet, siehst du, dass die Mauern nun von Überlebenden gesäumt werden. Auf ihren Gesichtern kann man die Entschlossenheit von Kriegern erkennen, die gewillt sind, im Kampf zu sterben. Jetzt siehst du, wie sie wirklich sind. Wie du. Kommt herein, Befreierin. Wir haben weder Speis noch Trank, aber wir haben Platz. Nur wenige haben den Angriff überlebt. Die meisten stehen noch unter Schock, aber manche flüstern, dass ihr sie vor einem Dämon namens Hegumen gerettet habt. In den Zirkeln, in denen Dämonen aus den Schatten regiert werden, war er der hohe König der Vernarbten und Postulanten, wie die Dämonen sterbliche Soldaten nennen. Wir haben offenbar den geheimen Handel zwischen dem Schleier und der Legion gefährdet und das hat seine Aufmerksamkeit erregt. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Meine Rüstung hat seine Essenz absorbiert. Auf die übliche Methode. Ich habe ihn mit einem Schwert geköpft, das mir meine Engelsmutter gegeben hat. Und die schwarze Masse, die rauskam, wurde von meiner Rüstung absorbiert, der Manifestation meines Vaters. Ah, wir zwei scheinen unsere Nachmittage ziemlich unterschiedlich zu verbringen. Du musst von der Vereinbarung des Schleiers gewusst haben. Ich will wissen, welche Rolle ihr dabei gespielt habt. Wir hatten den Befehl, die Ehre von Berunia zu wahren. Sicher haben wir Leute auf der Durchreise gesehen und Wagen mit Eisen, aber ich hätte nie gedacht... Ja. Du hast darüber hinweggesehen. Belügt euch gerne selbst, aber nicht mich. Ihr hättet diesen Leuten helfen können und habt es nicht getan. Wir sind im Krieg, Befreierin. Wenn wir uns aufgelehnt hätten, dann hätten uns entweder die Dämonen getötet oder der Schleier. Und was wäre dann? Das sind keine Waren, Genevieve, das sind Menschen. Wie viele hättet ihr retten können? Wie viele Leben hat eure Feigheit gekostet? Genevieve mustert die eng beieinander kauernden, vernarbten Leute.
Es ist, als sehe sie sich zum ersten Mal. Aber der Inquisitor hat uns persönlich die Befehle des Schleiers erteilt. Wir sollen den Weg für das Imperium besetzen und alle nach Fergal bringen. Was ist denn Fergal jetzt schon wieder? Dann wird der Schleier sie läutern. Es ist egal, dass der Schleier in unserer Schuld steht. Diese Leute haben genug durchgemacht. Der Weg ist das rechtmäßige Reich von Betresen. Was, wenn wir ihn wieder den Dämonen übergeben? Erst müsstest du mein Blut verdienen. Der Weg muss zerstört werden. Kühne Worte. Nun gut. Ich habe meine Entscheidung gefällt. Checken wir es euch den Überlebenden. Vielleicht dem Schleier der Legion. Beispiel dieses Land und seine Leute. Das gehört jetzt mir. Eine neue Zeit ist angebrochen. Wir ehren das, was vorher war, aber es wird uns nicht diktieren, wie das neue Nevendar auszusehen hat. Ich beanspruche dieses Land für Illyan. Ihr seid unser Volk. Unsere Stadt steht euch offen. Alle Legionäre und Sterblichen, die bleiben, sollen wissen, dass ich ihre Anführerin bin. Die Überlebenden sehen stolz zu. Sie haben Hoffnung, aber sind misstrauisch. Verständlich nach dem Leben, das sie geführt haben. Ihr habt sie gehört. Ich kenne sie gut und gebe euch mein Wort, dass sie euch schützen wird. Euch alle. Die Menge ringt sich ein Jubeln ab. Man nennt dich die Königin des Eisens. Die Welt verändert sich so schnell, dass wir kaum noch mithalten können. Gebt uns Zeit. Wir holen schon auf. Wo wir gerade dabei sind, ich scheine euch nun zu dienen. Was soll ich tun? Schließ dich uns an. Ihr wart eine gute Söldnerin und habt euch als gute Soldatin erwiesen. Schließt euch uns an. Wie werden sie uns wohl nennen? Die Zwielichtdrillinge? Nicht so schnell. Ich sehe, ihr lebt euch bereits gut ein. Willkommen in Illyan, Genevieve. Während die anderen zu ihren Reittieren zurückkehren, blicken Genevieve und du weiter auf Fort Perunia. Doch eine Frage liegt euch beiden noch auf der Seele. Wird das Fort die kommenden Kriege überstehen? Und wirst du das? Eltern des Hohen Vaters, Krone der Königin, Legion der Verdammten, hasst uns alle, hasst uns. Naja, nicht alle. Der Lager ist wieder voll, wir haben wieder ein das nächste Level. Und war das? Genau. Jetzt kann man nochmal jemanden mitnehmen. Beziehungsweise wir können jetzt einen von euch wieder eintauschen. So, und sie ist eine... Was genau? Okay. Spaltschlag und Weihend. Okay. Tja. Könnten dich austauschen gegen den Todesritter. Aber da hätten wir wieder jemanden, der sich nicht heilen kann. Das ist halt der größte Vorteil hiervon. Wir könnten dich austauschen gegen den Todesritter. Aber der schlägt nicht zurück. aber irgendwie ist der Leopard, der ist super, aber der ist echt anfällig. Hier könnte man halt nochmal weinen ordentlich, immer. Das ist Urschaden, das ist unheiliger Schaden. Das wäre auch schwierig, den auszustatten ordentlich. Was ist da eigentlich als nächstes drin gewesen, als Nahkämpfer bei den Elfen? Als Level 3er Nahkämpfer, gibt es da überhaupt einen? Habe ich da sowas mitgenommen? Ich meine, wir haben den Druiden, ja? Irgendwie nicht, ne? Das war der Attentäter gewesen. Könnten auch ihn mit reinnehmen. Er schlägt ja auch zurück, falls er genauso ist wie der Dude. Das mal, wenn er hinter Gegner angegriffen wird, schlägt er mit Flammenschlag zurück, genau. Das heißt, das wäre eigentlich ein Tausch, den man gut machen kann. Würde ich behaupten. Sein Buff ist halt super gut, aber auch... So, das ist Urschaden, das ist Urschaden. Das heißt, hier ist das zumindest klar. Wir können einen unserer mannigfaltigen Ursplitter hier einsetzen. Das sind es gar nicht. Ich glaube, das ist fast... Wobei, das, die normalen Speer, die können das auch gut gebrauchen, die ganzen Buffs. Machen wir es mal so. Ja, dann machen wir nächste Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir
müssen eh nach Ilian zurück. Da können wir vielleicht höchstens mal gucken, bevor wir die Folge abschließen, ob wir jetzt nicht ja, mit Orion sprechen. Erstmal machen wir das noch, okay? Dann wissen wir zumindest, was auf uns zukommt. Was ist los, Ori? Unser Zuhause. Die Niedern. Avi. Sag mir, was dich bedrückt. Er zieht eine Nachricht auf dünnem Pergament aus ihrer eisernen Höhle und reicht sie dir zum Lesen. Während du das tust, fährt er fort. Katanira regiert jetzt das Imperium. Als erste Amtshandlung hat sie den Schutz des Schleiers aus den Niedern abgezogen. Die Elben haben von diesem Machtvakuum erfahren. Hast du von Arietis gehört? Es war Papst, der diesen Brief geschrieben hat. Er ist in Sicherheit und meine Familie auch, sagt er. Aber deine Mutter, Avi, keiner kann sie finden. Nein. Wir reiten nach Hause, jetzt gleich. Aber ich will nicht, dass ganz Ilian davon erfährt. Ich nehme nur die Person mit, die mir am meisten bedeutet, der ich mein Leben anvertraut würde. Wen? Tja, mit wem ziehen wir um die Häuser, ha? Mit der Dämonenfrau, die kann uns zumindest teilen? Mit Eyama, dem Unhold. Oder mit ihm? Ich weiß es echt nicht. Nehmen wir nur unser Leben anvertrauen. Muss auf jeden Fall jemand sein, für den wir schon die Quest gemacht haben, denke ich. Eyama, der ist am nützlichsten im Zweikampf. Sag Eyama, dass er sich vorbereiten soll. Wir brechen sofort auf. Wird erledigt. Sehen wir uns die Karte an. Beziehungsweise, ja, wir wissen jetzt, dass wir zu zweit nur losziehen. Das heißt, wir werden zunächst mal hier, ne, also ausbauen geht leider nicht. Aber auffüllen, ausbauen, was geht, eintauschen, einsammeln. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Thorn.